Liebe Leute, willkommen! Neues Video am Kanal Großglockner, Normalweg, Aufe und Ruhe. Es ist gleichzeitig der erste 3000er von meiner Schwester, von der Theresa, die ist hinter der Kamera. Und da ist der Gipfel. Und es wird auch dieses Mal ein Gewinnspiel geben. Ihr könnt zur Unterwäsche-Kooperation mit einem schönen Fleck Erde, Sportunterwäsche Gwinger. Auf jeden Fall, wir haben den Normalweg ganz gut dokumentiert für euch. Viel Spaß, kommt mit bei dieser Tour auf dem Großglockner. Jeder, der vom Norden zum Großglockner anreist, der hat jetzt mehr oder weniger dieselbe Anfahrt wie wir. Wir sind jetzt gerade von der A10 Tauern Autobahn gekommen und fahren Richtung Zell am See, Mittersill und dann durch den Felber Tauern Tunnel nach Karls am Großglockner. Kurz vor Mittersill und in Mittersill müssen wir nachher abbiegen zur Felber Tauern Straße. Das ist eine Mautstraße, da geht es durch den Tunnel durch. Und danach ist eine Maut zu entrichten. Vielleicht gleich ein Hinweis für euch: Wenn ihr an einem Tag hin und retour wollt, dann könnt ihr euch ein bisschen Geld ersparen. Hin und retour an einem Tag kostet 16 Euro und ansonsten muss man eben pro Fahrt 11 Euro entrichten und so da sparst du dann doch zumindest 5 Euro. Jetzt auch gleich merken, da bei dem 80er ist jetzt noch ein kurz danach ein Radar, dass da nicht reinfahrt. Falls ein Polizist zuschaut, jetzt müsst ihr den Radarkasten umstellen. Nicht mehr, Nationalpark Hohe Tauern, Birgental, Jungballfälle, sehr empfehlenswert. Da geht es nach Matrei runter und da vorne steht jetzt noch ein kleiner Radarkasten. Genau, da ist er. Gewaltig! Sag ich da, gewaltig. Da in Urben geht es jetzt an rechts Richtung Stallersattel. Da gibt es das Video zum Hochgall. Das verlinke ich euch oben und unten. Ist schon ein paar Jahre alt, aber ist ganz lässig. Und da vorne gehen wir jetzt nach links ab. Da geht es jetzt zum Lucknerhaus über die Karlser Großglocknerstraße. Genau, da fährst du rein. Karls am Großglockner. Von nun an ging es bergauf. Willkommen in Karls am Großglockner. Was sagst du da dazu? Gewaltig. Mördergewaltig. Auf der rechten Seite, da sind jetzt die Karlser Berg- und Skiführer daheim. Wenn du einen Bergführer brauchst, kannst du da einen nehmen. Ich bin ein Bruder. So, wir gehen da jetzt rechts an, da wo das weiße Auto rauskommt. Ja, jawohl. Rechts. Jetzt kommen wir gleich zur Mautstelle. Da brauchst du aber nur ein Ticket ziehen. Zahlen tun wir nachher beim Ausfahren. Es wird stundenweise bzw. tageweise abgerechnet. Wir werden eben wahrscheinlich so 24 Stunden beziehungsweise bis 7 Tage 14 Euro, 10, 14 Euro, so irgendwas werden wir zahlen. So schaut's aus. Hast du die Gokka? Genau. Du machst ja dann bei deinem Video, wo du mir abgesucht. Genau. Jetzt ist es übrigens auch gar nicht mehr weit, dann sind wir eh schon oben.
beim Lucknerhaus. Ist da links ist das Lucknerhaus. Wir fahren jetzt aber geradeaus. Und da hättest du jetzt einen auch rechts. Ja, schau, ist doch einiges los. Da jetzt. Ja, genau. Und das, jetzt waren wir ganz viere. Ja, wir zwei stehen jetzt eben da am Parkplatz vom Lucknerhaus. Der ist zweigeteilt. Da vorne seht ihr das Lucknerhaus. Unten ist der untere Parkplatz. Übrigens beim Lucknerhaus selber gibt es auch Parkplätze. Die Autos sieht man vielleicht. Da darf man aber nur parken, wenn man Gast vom Lucknerhaus ist. Das heißt, jeder, der heute kein Gast vom Lucknerhaus ist, parkt bitte auf die zwei Parkplätze. Wir gehen jetzt einen gemütlichen Wanderweg auf zur Stüdelhütten. Start ist jetzt bei 1930 Meter ungefähr. Die Stüdelhütten ist auf 2802 Meter. Da vorne ist übrigens der Grat vom Fliegerhorn und ganz hinten ist dann eh die Stüdelhütten. Fesche. Fesche raus. Ganz hinten ist eh schon der große Glockner. Wir haben da jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir queren über den Bach rum, alles gemütlicher Forstweg, oder geradeaus. Wenn wir geradeaus gehen, ist es ein bisschen kürzer und eher ein Wanderweg. Ich würde sagen, wir gehen geradeaus. Da zurück klingen jetzt noch ein paar Schneeviertel, die man eben queren muss. Vielleicht doch gescheiter, wenn man aktuell noch auf der drüberen Seite geht. Rückblick ins Tal raus, also normalerweise geht man auf der drüberen Seite rum, kommt dann beim Bach rum die Straßen rauf. Wir sind da jetzt auf der linken Seite, da wo die Schneeviertel sind, rauf. Mittlerweile wieder auf der Straße. Die steigt jetzt bis zur Lucknerhütte an. Jetzt sind wir bei der Lucknerhütte. 300 Höhenmeter sind es da auf. Da kann man auch schlafen, einkehren, extrem gut essen. Also ist eine gute Alternative zur Stüdelhütte, falls die ausbucht war. Man hat da jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten, wenn du den Glockner besteigen willst. Da ist derzeit zur Johannhütte auf angeschrieben, gleichzeitig Übergang zur Salm und zur Klarahütte. Da geht es eben in den Mürztaler Steig auf und wir gehen jetzt in links, Stüdelhütte, und morgen eben vor der Stüdelhütte über den alten Kalserweg, das ist der Normalweg, dann Richtung Adlersruhe, Erzherzog Johannhütte. Bist du der Mank da vorne? Reile, bist du der Mank? Ja, du bist der Mank. Da unten sind wir jetzt hergekommen. Da geht es ein bisschen steiler auf, Steilstufen. Aber alles natürlich Wanderweg. Da hinten oben, das ist der Mürztalersteig. Ja, genau, das was du siehst in der Mitte, das ist der Mürztalersteig. Der geht rauf. Das ist der andere mögliche Normalweg rauf. Aber oben auf der Adlersruhe kommt wieder alles zusammen. Nehmen wir weit bis zur Stüdelhütte. Die ist da oben. Wir sind im Hirzen auf der Stüdelhütte herum. 2801 Meter. Es ist da noch so ein bisschen neblig, aber wenn ihr da schaut, da oben ist schon alles klar und es wird eine klare Nacht. Also die Voraussetzungen für morgen schauen richtig gut aus. Zur Info für euch, Stüdelhütten, wenn ihr da nächtigen wollt,
schaut unbedingt auf der Homepage vorbei. Es gibt wegen Corona einige Maßnahmen, die ihr einhalten müsst. Es gibt zum Beispiel keine Decken und keine Polster da. Ihr müsst einen Schlafsack, keinen eigenen, keinen Hüttenschlafsack, sondern einen richtigen Schlafsack mitnehmen und ein paar andere Dinge, die eben auch noch zum Beachten sind. Was ist das? Geh mit. Ja, da haben wir noch zwei Bekannte. Was ist das? Gewaltig gutes Fleisch. Wir sind im Hirzern im Lager. Das schaut so aus. Ziemlich schwach besetzt, wie ihr seht. Es sind keine Decken da. Man muss sich die Schlafsäcke selber mitnehmen. Theresa und ich werden das jetzt einmal besprechen, wenn wir das morgen machen. Der Nebel wird sich auch noch verziehen. Und morgen haben wir ein wunderschönes Tagerl. Ich bin schon gespannt, wie es ihr nachher auf ihrem ersten 3000er geht. Morgen nehmen wir euch nachher richtig mit. In dem Sinn wünschen wir euch jetzt eine gute Nacht und bis morgen, wenn der Wecker um 4 Uhr klingelt. Gute Nacht. Ja, mittlerweile 5.15 Uhr, gut Frühstück, der Kleinigkeit zumindest. Hinter uns die Stüdelhütten. Wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung Normalweg. Schnee tragt gut. Da oben geht der Damm. Damm, falls du das Video anschaust, freuen wir schon, wenn wir uns am Gipfel sehen. Der Damm geht mit der Helga, seiner Partnerin, Krügerin und nachher Nordwest gerade rauf. Sonnenaufgang in der Schobergruppe hinten. Jetzt geht es noch ein bisschen rauf und dann sind wir am Plateau, wo der Gletscher ist. Wir haben heute einen 100er Tag erwischt, schaut mal. Der Mond war voll geil. Eine wunderschöne Spur ist da angelegt. Sie tragt heute voll gut. Es liegt Schnee in der Nähe. Kann gut sein, dass wir über den Gletscher fahren. Überhaupt seilfrei drüber gehen, wenn der Schnee so bleibt, wie er ist. Beim Obergehen schauen wir nachher einmal. Aber das entscheiden wir alles nachher später. Auf jeden Fall unser Weg geht jetzt da gerade vor und dann da durch den Schnee rauf, raus und dann da auf die Adlersruhe. Und dann von links, von rechts nach links auf den Gipfel. Wir sind mittlerweile am Gletscher. Der Schnee tragt super, extrem viel Schnee da. Da wo wir jetzt unterwegs sind, ist sowieso spaltenarm. Darum gehen wir vorerst noch ohne Seil. Entspricht natürlich nicht der Lehrmeinung. Über firmbedeckte Gletscher heißt es immer mit Seil gehen. Darum nehmt euch da kein Beispiel, das ist kein Lehrvideo. Ich will euch lediglich Informationen zum Normalweg auf dem Großglockner mitgeben. Ja, Schwester Herz, jetzt bist du das erste Mal auf über 3000 Meter. Wie fühlt sich das an? Gut, ich schnaufe es noch. Es ist kein Unterschied zu 2960. Schauen wir mal. Ja. Und weißt du, wie wir das machen? Wir gehen rauf und runter. Nein, aber dass dir die Luft nicht ausgeht. Schnaufen. Schnaufen. Nicht scheißen von mir. Und ich gehe langsam voraus. Das ist nämlich das Schlüsselrezept. Darum, wenn ihr einen Bergführer braucht, nehmt euch einen, der euch nicht aufzahlt, sondern der das Ganze gemütlich und mit Genuss umgeht mit euch.
fast auf 3200 Meter und wir haben uns jetzt die Steigeisen angezogen. Wir gehen nach wie vor ohne Seil. Der Schnee tragt super. Da oben, das zeige ich euch jetzt. Da wo die Leute sind, da ist so eine Spaltenzone, da sind riesengroße Spalten, aber das ist alles richtig zu, es ist Meter viel Schnee da. Und die Steigeisen haben wir deswegen angezogen, weil es da jetzt ein bisschen steiler wird. Man braucht es nicht, aber es gibt einfach eine zusätzliche Sicherheit. Und dann ist es richtig gemütlich und entspannt für uns zum Aufgehen. Und das ist das Wichtigste, gell? Wie fühlst du? Bist du entspannt, Theresa? Ja, nur dabei. Na, alles auch genau. Und das wird auch so bleiben bis ganz oben. Mitten in der Spaltenzone sind wir, hört sich alles extrem gut zu. Du siehst nicht einmal irgendwas, das was da war, aber diejenigen, die im Sommer schon einmal da waren, die wissen das, was für eine Löcher das da sind. Und da drüben ist der versicherte Steig rauf. Da kommst du nachher auch da rauf und über den Grat geht es jetzt nachher zur Adlersruhe. Ja. Ah nein. Habe ich vergessen. Das ist ja nämlich nicht um. Ja, habe ich vergessen. Ist ohne Scheiß. Ja. Ach, mei. Ja, weil ich die Picke vergessen. Weil es aber dann hat müssen in der Hütte, in der Fuhr auf dann vergessen. Super. Bisschen für den Arsch. Ah oh, mei. Da haben wir jetzt zwei Stecken, zwei Hände und zwei Füße. Und Eisgeräte auf die Füße. Ist halt auch nicht super lehrbuchmäßig. Ich hoffe, ihr seht es nach. Ich war schon 20 Mal oben auf dem Muggel. So, jetzt gehen wir mal da rauf und wo es gut zum Überholen geht, müssen wir überholen. Genau, 3454 Meter, die höchste Schutzhütte in Österreich. Wir machen jetzt da eine kurze Pause im Windschatten. Oh, schau dir das an, hinter dir. Servus Hund. Hallo. Hey.
Du ein Braver. Ja, wir sind da jetzt auf der Adlersuhe herum und wie ich eh schon gesagt habe, ich habe die Eisgeräte vergessen. Aber wie es der Zufall so will, wir haben da einen Paul Sodermin getroffen, den kennt Bergführer aus dem Gseis. Ja, grüß euch. Es ist ein Traumwetter. Es ist ein gelobtes Wetter heute, gell? Genau. Und das freut mich auch, dass ich den Franz getroffen habe, unsere Schwester. Sensationell. Und der Paul hat uns dankenswerterweise seine zwei Bücke herglichen. Jetzt können wir da, gesund auf und runter. Gott sei Dank. Danke, Paul. Wenn ihr mal einen Bergführer braucht, ich verlinke ihm Paul seine Internetseiten unten. Unbedingt Kontakt aufnehmen mit ihm. Macht auch super Fotos, Sonnenaufgangsfotos etc. Also schaut da unbedingt vorbei. Und auch ein paar Videos, wo ich mit dem Paul unterwegs war. Vor allem Skitourenmäßig, findest du aber auch super Pulver. Von der Adlersruhe geht es dann ganz gemütlich um eine Stabspur. Zuerst einmal flach dahin und dann kommt man einen Steilaufschwung. Der schenkt dann ein bisschen ein. Das ist der sogenannte Bahnhof. Und von da geht es dann zum Gluckner Leitl zu. Schaut mal, wie er vorstapft. Mein Bruder sagt mir jetzt nur von hinten, weil es ist so wegen die Schneeschuhe geschampft. Oder schaut sie da? Ich schau mir voll, dass ich Schneeschuhe dabei habe. Normalerweise war ich mit Ski unterwegs. Aber nicht am Rücken, gell? Nein, auf die Füße. Zwischen die Haxen. Und da rauf geht's jetzt zum Gluckner Leitl. Gehen wir gleich weiter, oder? Ja, im Gluckner Leitl. Wir gingen jetzt an einem kurzen Seil, Theresa und ich. Eine super tolle Bergführerspur ist angelegt da rauf. Das macht das Leitl jetzt auch nicht ganz so steil. Und die Gefahr ist halt von oben der ganze Schnee, der runterkommt. Ja. Oh, da fliegt's ja nur. Guckt der Leitl von oben. Sehr gut, was es macht, gell? Gewaltig. Jetzt geht's da rauf. Passt bei dir da, also?
der Seite Lungauer. Ah, weil der will. Ja. Geht zu dir, Fieri? Du kannst zu mir, Fieri, kommen, ja. Ich weiß nicht, ob man es hört, liebe Leute, es ist sehr windig, aber meine Schwester und ich, wir sind gerade allein am Gipfel herum. Es ist schon super, es ist ein Wahnsinn. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich nicht so viel aufgenommen habe beim Aufgehen. Es war so viel Gegenverkehr. Wie geht's dir, erster 3000er? Ja. Sprachlos, ne? Es ist voll geil, aber ich wüsste doch, es geht mir nicht. Schaffen wir schon, gell? Jetzt geht's wieder runter. Juhu, ich bin am Berg. Da unten ist da. Jetzt haben wir gesagt, jetzt gehen wir gleich ein zweites Mal auf, weil es so geil ist. Jetzt bist du zweimal am Großglockner gewesen heute. Voll. Ja, super, gewaltig. So, da oben ist jetzt das Glocknerläutl. Das ist gut gegangen. Gut gegangen, gell? Ja, ist was brauchst du nicht. Gut, dass ich mich mal so. Ich kann jetzt nicht. Wow. Gewaltig. Gewaltig. Ist das ein Gletscher oder Schneeenge? Ja, Gletscher, Schneeenge. Oh, geil. Mein erstes Gletscherenge. Gib sie einen fetten Daumen auf für ihren ersten 3000er. Gletscher. Abstieg von der Adlershöhe. Seil teilweise eben unterm Schnee, aber dafür super zum Stapfen. Wir sind mittlerweile wieder mehr oder weniger vom Gletscher herunten. Bei der Stüdelhütte gibt es dann gleich ein Resümee und auch noch Gewinnspiel-Infos. Also bleibt da und dann wisst ihr, was ihr gewinnen könnt und was machen müsst ihr dafür. Von da drüben kommen wir jetzt einher. Theresa auf die letzten Meter. Ja, es ist ganz gut gegangen. Wie eh schon angekündigt, ihr wartet wahrscheinlich schon die ganze Zeit auf das Gewinnspiel, was ihr jetzt eigentlich machen müsst. Das ist ganz einfach. Liebe Leute, schaut am YouTube-Kanal von Alpine Momente nach, wie viele Videos es zum Großglockner am YouTube-Kanal von Alpine Momente gibt. Schreibt es da unten eine in die Kommentare. Und ihr müsst auch noch eine schreiben, wie viele Likes dieses Video in einer Woche haben wird. Für die Kommentare habt ihr genau 4 Tage Zeit ab dem Zeitpunkt des Upload-Datums und nach Ablauf der Woche wird der Gewinner, die Gewinnerin verständigt. Auch unten in der Infobox könnt ihr nachschauen, ein schöner Fleck Erde, was für ein cooles Unterwäscheteil ihr dann haben möchtet. Also, das was ihr machen müsst, erstens eine schreiben, wie viele Likes hat dieses Video in einer Woche und zweitens, wie viele Videos zum Großglockner gibt es am Kanal Alpine Momente.
Und ich wünsche jedem Einzelnen, der mit tut beim Gewinnspiel, viel Glück und dann vor allem dem Gewinner viel Spaß mit der Unterwäsche. So, jetzt gibt es ein Mäh mit der Resi. Genau, jetzt gibt es ein Resümee. Tun wir die Sonnenbrille runter, dann seht ihr mir in den Augen auch noch. Hinter uns, hoffentlich seht ihr den Großglockner. Wir machen das Resümee herunten eigentlich schon im Tal, weil auf der Stüdelhütte war viel los und wir wollten das in aller Ruhe machen. Teresa, das war jetzt dein allererster 3000er. Du hast null Gletschererfahrung. Du bist noch nie in so eine Höhe aufgekommen. Wie ist denn dir da dabei überhaupt gegangen? Jetzt ganz ehrlich, ich habe schon manchmal innerlich auf ein schlechtes Wetter gehabt. Und dann haben wir gedacht, nein, weil wenn es mittel ist, eigentlich möchte ich ein richtiger saucooles Wetter. Und das haben wir jetzt ausgemacht und das haben wir gehabt. Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich habe mir auch gedacht, hey cool, machen wir. Wird schon passen, sonst drehen wir um. Und es war richtig geil. Es war schon heftig. Und es ist zum Aufpassen. Und also nehmt euch unbedingt einen Bergführer oder irgendwen, der nicht ein bisschen Ahnung hat, sondern was sich richtig auskennt. Weil du hast halt, glaube ich, sogar eine Stundstau vermieden, gell? Ja, also es war eben so, in der Glockner, Schortner sind drei Seilschaften runtergekommen. Und ich habe geschaut, dass die erste Seilschaft zumindest so weit herunten ist, dass ich da zwischendrin irgendwie aufkraxeln kann. Dann bin ich die Seillänge ausgegangen zum Stand oben rauf und habe nachher der Theresa Kommando gegeben, wenn sie nachgekommen hat, China. Und sonst hätten wir da wirklich über eine Stunde Zeit verloren. Und so haben wir vor der Adlersruhe auf dem Gipfel rauf eine Dreiviertelstunde nur gebraucht. 1,5 Stunden ist so eigentlich ganz eine gute Zeit vor der Adlershohe rauf. Und für das, dass du eigentlich noch nie sowas gemacht hast, das Glocknerleitl war auch ziemlich steil, war das echt eine gute Zeit. Und vor allem für das, wie viel das los gewesen ist, war das eine gute Zeit. Das heißt, was die Theresa eh gesagt hat, wenn ihr euch keinen Bergführer mitnehmt, dann nehmt ihr euch wirklich wen mit, der entweder da schon öfters oben gewesen ist, ich war heute schon fast 20 Mal oben. Und wenn ihr euch niemand mitnehmt, der schon, da schon öfter oben gewesen ist, dann nehmt ihr euch wen mit, der echt von Seil- und Sicherungstechnik keine Ahnung hat. Ich habe jetzt heute nicht alles lehrbuchmäßig gemacht, aber ich habe alles mit der Theresa abgesprochen. Wir waren so unterwegs, dass wir safe waren. Wenn wir ungesichert gewesen sind, dann hat die Theresa wo einen sicheren Stand gehabt und hat nachher eben nachkommen können. Also das ist wirklich ganz ein wichtiger Punkt. Theresa, wie ist da mit der Hecht gegangen? Gut, ich habe nichts gemerkt, aber du sagst, wir sind nicht hinter hingekommen. Genau, also das ist ganz ein wichtiger Punkt, wenn ihr mit einem Bergführer unterwegs seid oder generell mit einer Seilschaft unterwegs seid, schaut bei Hochtouren, dass ihr nicht zu schnell geht, schaut, dass ihr das Tempo drosselt, dass ihr den Puls niedrig haltet, weil dann geht euch die Luft nicht aus, dann kriegt ihr mit dem Kreislauf keine Probleme und das war bei uns heute einfach der Fall. Also wir haben von der Stüdelhütte, trotz dessen, dass viel los war, 4 Stunden 45 auf dem Gipfel aufgebracht und haben aber insgesamt 1 Stunde 15 Pausen gemacht. Wir sind einfach kontinuierlich durchgegangen, wir sind ein langsames, gemütliches Tempo gegangen. Und so ist es einfach auch vom Kraftverbrauch in Ordnung. Was ich nur sagen muss, ich bin wahnsinnig dankbar, ich habe meinen Rucksack deponieren dürfen in der hohen Hütte. Und habe mir halt 10, 12 Kilo, keine Ahnung, Gepäck mitschleppen gespart. Und das, also ich glaube, mit Rucksack mit 10, 12 Kilo war schon ganz anders gewesen. Ich bin mit dem Rucksack unterwegs gewesen, weil da erste Hilfepackerl und ein paar andere Sachen drinnen dabei waren. Es ist wichtig, dass man dennoch mit einer Ausrüstung unterwegs ist. Wenn was passiert, dann muss man ja irgendwie reagieren drauf können. Dementsprechend bin ich mit Rucksack aufgegangen. Ich habe eine Sache gemacht, die ich eigentlich vermeiden wollte und das gebe ich euch mit. Ich bin ein Risiko eingegangen, insofern ich meine Schneeschuhe deponiert habe beim Glocknerleitl. Ich habe das schon ein paar Mal miterlebt, dass mir Leute gesagt haben, wie es herunten waren beim Skidepot praktisch, dass irgendwas von ihren Sachen fällt. Also da oben am Großglockner, da spüren sie wirklich die wildesten Sachen ab. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dass ihr nichts verliert, dass euch nichts gestohlen wird, dann schaut, dass euch eine Sache bei euch bleiben. Ansonsten, ich muss auch noch sagen, ich habe nicht alles so mitfilmen können, wie ich das gern gemacht hätte.
Ich habe mich ums Sichern gekümmert. Ich habe mir die GoPro nicht auf den Schädel aufgeklatscht, weil es gibt auf YouTube eh schon genug für Videos, wo es mitlaufen kann, das GoPro am Kopf haben. Magst du noch irgendwas sagen? Alles gesagt, gell? Ja, in dem Sinn, wenn es euch gefallen hat, bewertet das Video mit Daumen auf, Daumen oben. Wer in Zukunft nichts mehr verpassen will, Kanal abonnieren, Glocken aktivieren, dann kriegt ihr eine Erinnerung, wenn das nächste Video online geht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Kommentarfeld unten benutzen. Und nicht vergessen, es gibt das Gewinnspiel, auch da das Kommentarfeld. Und wie immer, auf der Seite geht es zu den nächsten Videos. Danke fürs Dabeisein, ciao, pfiat euch. Ciao. Gewaltig. Gewaltigst.